Ein Wochenende zum Vergessen, liebe Leute. Trotzdem natürlich gute zusammen zu den 05er News aus dem Studio 11 am Bruchweg. Also, auch in Bremen gab es nichts zu holen für unsere Jungs. Man könnte jetzt noch argumentieren, wenn der GP eine von den zwei guten Chancen in der ersten Hälfte reinmacht, steht es 1:1 und dann geht es vielleicht anders aus. Müßig. Oder, dass die gute Phase nach dem Wechsel durchaus auch ein Tor mehr verdient gehabt hätte, hinfällig. Unterm Strich bleibt die vierte Niederlage in Folge und der dringende Bedarf nach Punkten, um nicht doch noch unten reinzurutschen. Aber auch diese Erkenntnis ist nicht neu und ob ihr es glaubt oder nicht, auch schon längst in der Mannschaft angekommen, die weiß, um was es geht. Ach, ist halt immer wieder das Gleiche, wir nehmen uns so viel vor. Und dann kriegen wir gleich am Anfang wie gegen Bayern so ein frühes Tor, wo uns dann komplett einen Nackenschlag versetzt, wo wir dann erstmal wieder brauchen, ins Spiel reinzukommen. Und waren dann auch einigermaßen gut drin im Spiel, haben zwei richtig gute Torchancen, wo wir dann auch das 1:1 machen müssen. Kriegst dann kurz vor der Halbzeit das zweite, aber war noch in der ersten Halbzeit nicht griffig genug, nicht in den Zweikämpfen und verdiente 2:0 Rückstand dann in der Halbzeit. Und in der Halbzeit haben wir uns viel vorgenommen und ich glaube, das hat man auch gesehen. Direkt nach der Halbzeit war es gut, wir schießen dann unser Tor und sind dann am Drücker. Und dann, wenn dann halt in der guten Phase noch ein Gegentor kriegst, das raubt dir dann komplett, also das zieht dir dann komplett den Stecker und dann ja, wird es dann auch schwer, ein 1:3 nochmal aufzuholen. Trotz allem hat das Spiel mehrere Facetten, so muss man sagen. Entscheidend war ein Auftreten auch der Mannschaft, auch zu erkennen, was wir gesehen haben. Kompliment an die Fans, die jetzt so zahlreich erschienen sind, die wirklich uns gepusht haben bis zum Schluss. Der ganze Block war voll, war wirklich eine Top-Atmosphäre. Kann man sich nur bedanken dafür und alles irgendwie auf Freitag versuchen dann noch zu bringen und für Mainz 05 zu rennen, zu kämpfen und Tore zu schießen. Nächste Gelegenheit also am Freitag zu Hause gegen Freiburg. Tabellennachbar also ein sogenanntes 6-Punkte-Spiel. Und eure Unterstützung wird also dringend gebraucht, vor allem natürlich im Stadion, aber auch schon in der Trainingswoche, wenn ihr könnt. Kommt vorbei und unterstützt die Jungs, macht ihnen Mut. Die öffentliche Einheit in der kurzen Woche ist diesmal am Dienstag um 11 Uhr. Bleibt noch der Blick auf den Nachwuchs. Aber auch der ist diesmal leider nicht allzu rosig. Lediglich die U23 holt einen Punkt. Zu Hause gegen die U23 der TSG aus Hoffenheim 2:2. Die U19 verliert das Spiel in Augsburg mit 1:2 und damit leider auch die Tabellenführung. Und die U17 unterliegt im Derby bei der Frankfurter Eintracht in letzter Minute mit 0:1. Ja, und damit sehen und oder hören wir uns dann spätestens am Freitag wieder. Anstoß in der Opel Arena ist um 20.30 Uhr. Bis dahin, macht's gut. Wir machen's ja auch irgendwie.